Branded Compositions bezeichnet eine mittlerweile Reihe von Arbeiten, die alle mit Aufnahmen von Gehirnströmen arbeiten, die in einem Sprachexperiment zur Verarbeitung der Sprache im Gehirn entstanden sind. Mittlerweile gibt es verschiedene Ausprägungen der Arbeit, die alle mit diesen Aufnahmen arbeiten. Als erstes haben Titus und ich ein kleines Panel gebaut. Dann wurde eine Arbeit im ZKM verwirklicht und schließlich hier im Einraumhaus als Klanginstallation. Das Besondere, worum es uns ging bei der Arbeit, wie Titus auf die Idee kam, war die räumliche Wiedergabe der Gehirnklänge. Es gibt im Grunde genommen eigentlich schon eine lange Tradition, mit Gehirnströmen zu arbeiten, in der Klangkunst, in der Kunst. Der erste war, soweit ich weiß, Alvin Lucien in den 60er Jahren, der in Music for Solo Performer Gehirnströme abgenommen hat von sich selbst als Performer. Mit diesen Gehirnströmen würden dann allerdings externe Geräte, Instrumente angesteuert. Die meisten Arbeiten, die sich mit Gehirnströmen beschäftigen, gehen auch so vor, dass sie aus dem Strom Signale ableiten, um damit weiterzuarbeiten. Uns ging es allerdings darum, den Gehirnstrom selbst hörbar zu machen. Das heißt, was man hört, ist der Strom eben verstärkt. Gehirnstrom selbst ist natürlich sehr schwach in der Energie, liegt bei um die 0,04 Volt etwa. Und die Herausforderung war eben, das hörbar zu machen und zu verstärken. Bei der Erarbeitung der Installation im Einraumhaus war für mich das eigentlich eher ein weiterer Schritt, diese Installation auch in den Raum hineinzuführen. Das heißt, den Raum zu nutzen. In der Klanginstallation hier haben wir 16 Kanäle, die im Grunde genommen räumlich eben den Elektroden entsprechen. Wichtig ist mir die Unterscheidung der verschiedenen Ausprägungen der Arbeit. Das im Einraumhaus, die Installation, auch eine ganz besondere Situation auch für die Klänge selbst ist. Also ist ja auch eine Analogie, dieses Haus
in dem die Gehirnströme selbst sich ausbreiten können und das Haus wie ein drohender Schädel vor diesem Platz steht eigentlich. Ja.